Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute, wie gesagt, sprechen wir über meine sogenannten Schönheits-OPs an meinem Gesicht. Und zwar werde ich euch heute erzählen, welche Wangenimplantate ich habe, wo ich mir habe die Nase machen lassen und natürlich, wo ich meine Lippen aufgespritzt habe. Ne? Ja. Heute erzähle ich euch darüber. Und zwar ist das Ganze natürlich Bullshit. Okay? So, wir werden heute über das Thema Schönheits-OPs sprechen und zwar, laut einiger meiner Zuschauer habe ich mich komplett am ganzen Gesicht operieren lassen und heute dachte ich mir, werde ich genau diese Kommentare veröffentlichen und euch jeweils auch Antworten dazu geben. Und am Ende werde ich euch dann auch erzählen, was ich mir aber wirklich habe an meinem Gesicht machen lassen und aus welchem Grund. Okay, also fangen wir dann auch sofort damit an und zwar mit, Kommentar Nummer 1 und diese lautet: Du warst früher so viel hübscher, heute bist du einfach nur noch künstlich. Bäh. So, wie ihr gesehen habt, war ich ja angeblich früher viel hübscher und heute viel künstlicher. Wobei ich mich frage, was hat sich überhaupt an meinem Aussehen verändert vom Gesicht her, dass ich früher komplett anders aussah als heute. Okay? Das Einzige, was sich bei mir verändert hat, ist mein Gewicht. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob das eine große Veränderung ist, aber da ich jetzt 4 bis 5 Kilo abgenommen habe, hat sich halt mein Gesicht auch ein bisschen verändert. Und es heißt aber trotzdem nicht, dass ich jetzt operiert aussehe oder mich operiert habe, ja? Okay, zu dem Thema habe ich jetzt was gesagt. Jetzt kommen wir zu Kommentar und Falschaussage Nummer 2. Leute, seid ihr blöd? Sie hat sich komplett in Libanon die Wangen, Lippen, Nase machen lassen und ihre Lider sind auch geliftet. Ich weiß das aus sicherer Quelle. Ja, also tatsächlich gab es mal so einen Kommentar auf meiner Seite von einer Dame, ja, dass ich aus sicherer Quelle weiß, dass ich mich in Libanon habe komplett am ganzen Gesicht operieren lassen. Sprich, ich habe mich liften lassen, ich habe mir Wangenimplantate machen lassen, ich habe die Nase richten lassen, aber dazu gibt es noch mehr. Also gleich zu dem Thema gibt es noch mehr. Und ich habe meine Lippen operiert. Ja, Leute, das ist absoluter Bullshit. Ich bin nicht am ganzen Gesicht operiert. Aber ich denke, Leute, die mit sich selbst im Reinen sind, die würden sowas niemals schreiben. Und des Weiteren denke ich nicht, dass ich so extrem künstlich aussehe, dass ich am ganzen Gesicht operiert worden bin. Also, ich weiß nicht. Ich habe einige Damen gesehen, die komplett operiert worden sind. Und die sahen nicht so aus wie ich. Was soll ich sagen? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du drauf kommst, meine Liebe, aber laut deiner Aussage müsste ich ja vor meinen ganzen OPs ungefähr so ausgesehen haben. Oder so. Okay, kommen wir jetzt nun zu meinem Hater-Kommentar Nummer 3. Deine Nase ist so künstlich, man sieht einfach, dass die gemacht ist. Kein so guter Chirurg. I'm sorry. Ja, über dieses Thema bekomme ich sehr, sehr viele Kommentare und auch viele Nachrichten, wo ich mich habe operieren lassen, wieso ich es gemacht habe und bei welchem Arzt. Also, ja, tatsächlich ist meine Nase operiert worden und zwar erzähle ich euch jetzt eine Geschichte dazu. Also, als ich 17 Jahre alt war, war ich halt im Krankenhaus wegen was anderem. Und wir haben halt irgendwie so Checks gemacht und auch einen Atmungscheck. Und der Arzt hat halt bei der Untersuchung festgestellt, dass meine Nasenatmung zu 90% behindert ist. Also es ist heute immer noch nicht einwandfrei, also es ist immer noch zu. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, also ich erzähle es euch jetzt einfach mal. Ich hatte hier früher dicke Knochen gehabt, hier in dem Bereich, aber es war schief. Und das war so schief, dass meine Nasenatmung von innen sehr, sehr stark behindert worden war. Ne? Also klar, logisch. Es war wirklich 80-90% konnte ich durch die Nase gar nicht atmen. Deshalb bin ich dann auch zum Arzt gegangen. Also ich bin damals in die Uniklinik Essen gefahren. Also ich war noch nicht mal bei einem Schönheitschirurgen, weil ich nie vorhatte, mich zu operieren an der Nase. Oder auch generell. Ich bin zu einem Chirurg gegangen, einem plastischen Chirurg in der Uniklinik Essen. Und ich wusste noch nicht mal, zu welchem Arzt ich gehe.
Und ja, wie gesagt, er hat dann halt meine Nase untersucht und er hat gesagt, dass der komplette Knochen kaputt gemacht werden muss, weil erst dann kann man die Atmung wieder halt normalisieren und dann ist sie auch nicht mehr behindert, die Nase. Und ja, dann hat der Arzt halt gesagt, wir müssen auf jeden Fall den Knochen verändern und begradigen. Und dann haben wir halt auch einen Termin gemacht. Ich war damals 18 Jahre alt und ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, aber mit 18 habe ich nicht darüber nachgedacht, ob ich an meinem Gesicht schönheitsbedingt was verändern lassen muss, sondern es war aus medizinischen Gründen. Und ja, das ging dann auch ganz schnell. Also wir haben auch schon für nächsten Monat einen Termin ausgemacht gehabt damals. Ja, dann war ich halt beim Anästhesisten und an dem Tag ist dann auch der Arzt zu mir gekommen und hat gesagt, ja, möchten Sie auch an der Form was ändern? Und das Einzige, was ich ihm dann gesagt habe, war, dass ich einen kleinen Schwung haben möchte in meiner Nase. War, also wenn schon, ne? Also wenn ich schon meine Nase operieren lassen muss und an der Form sowieso was geändert werden muss, aufgrund der Atmung, dann habe ich halt auch einen kleinen Wunsch gehabt, dass ich einen kleinen Schwung haben möchte. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Also ihr seht, ich habe hier einen Schwung, aber an der Nasenspitze habe ich nichts verändert. Also wie gesagt, ich war nicht bei einem Schönheitschirurgen, sondern ich war bei einem ganz normalen Plastikchirurgen. Ja, was soll ich sagen, Leute? Also ich sag euch mal was, wenn ich zu einem Schönheitschirurgen gehen würde, ja, dann hätte ich auf jeden Fall mich monatelang erstmal vorbereitet. Ich hätte bestimmt, keine Ahnung, Wunschnasen von irgendwelchen Stars mitgenommen oder keine Ahnung was und hätte die OP so besprochen. Aber es war nicht so. Und wie gesagt, es war einfach... alles, es ging alles ganz schnell und ich war damals 18 Jahre alt und deshalb haben wir uns auch dazu entschlossen, dass die Nase halt auch mit 18 operiert werden musste. Ach, ihr versteht mich ja, ne? Deshalb ging das alles auch ganz schnell und ja, also ich glaube, wenn ich zu einem Schönheitschirurgen gegangen wäre, dann würde die Nase jetzt ganz anders aussehen und ich hätte sie bestimmt kleiner operiert oder so. Aber ist nicht so. Ich habe eine normale Nase. Sie ist zwar vom Nasenrücken her künstlich, aber ansonsten, ich persönlich finde sie jetzt nicht so super perfekt, dass ich unbedingt jetzt, keine Ahnung, einem Star ähneln muss oder sonst irgendwas, sondern es war aus medizinischen Gründen. Okay, oh, jetzt habe ich mich verstanden. Wenn wir schon über das Thema jetzt auch reden, möchte ich euch noch was sagen. Und zwar, ihr solltet das Thema Schönheits-OPs niemals auf leichte Schulter nehmen, weil es ist ein sehr, sehr großer Schritt. Obwohl es bei mir noch nicht meine Schönheits-OP war, es war echt kein Spaziergang. Also es war echt, das war die Hölle, sich die Nase operieren zu lassen. Und ich hatte richtig schwarz angelaufene Augen, weil ihr müsst euch bedenken, ich hatte so richtige dicke Knochen. Ich hatte keinen Höcker gehabt. Ich hatte hier so eine breite Nase, eine breite Schiefnase und das Ganze wurde weggehämmert. Ich sah echt schlimm aus. Ich hatte so richtig, also ich untertreibe noch, ich hatte so dicke Augen, ja, so dick. Und es war blutunterlaufen, es war schwarz. Und glaubt mir, Leute, wie gesagt, ihr solltet das Thema Schönheits-OPs niemals auf die leichte Schulter nehmen. Es ist kein einfacher Schritt und ihr solltet euch wirklich sehr, sehr, sehr lange überlegen, ob dieser Schritt überhaupt notwendig ist, okay? Ich war nie jemand, der von Äußerlichem versucht hat, künstlich zu sein oder auch von Inneren. Wer mich kennt, ist es einfach so. Ich bin, das Einzige, was an mir unnatürlich ist, ist einfach vielleicht meine Schminke und dass man sich schön macht. Aber hey, das ist ein Beauty-Kanal und das ist meine Aufgabe und das ist gerade auch, sowas wie meine Arbeit geworden, dass ich euch das Thema Make-up und Schminken halt beibringe. Was mir auch sehr viel Spaß macht. Und was erwartet ihr? Soll ich vor der Kamera ungeschminkt sein und euch über Beauty und Fashion erzählen? Ich bitte euch. Es ist einfach, das kommt einfach nicht rüber. Ja, Schminke und Fashion und alles andere, das ist einfach ein künstliches Thema. Und nur weil man das tut, ist man nicht gleich ein Barbie-Püppchen, was, keine Ahnung, was nichts in der Birne hat. Und das ist halt das, was mir manchmal vermittelt worden wird. Und ihr solltet bedenken, nur weil ich eine Person des öffentlichen Lebens bin, heißt es noch lange nicht, dass ich keine Gefühle habe und sowas nicht ernst nehme. Klar, sowas steckt man weg, aber Leute, wenn ich mich komplett operieren lassen würde, dann würde ich ja nicht meine Titten jetzt ignorieren, oder? Dann würde ich jetzt mit ganz anderen Möpsen hier vor euch sitzen, ja? Jetzt einfach mal daraus einen Scherz zu ziehen und wie gesagt, ja, über das Thema wollte ich euch sprechen. Und eins will ich euch noch sagen, ich habe vor ein paar Wochen eine Anfrage bekommen von einem Schönheitschirurgen,
Der wollte sogar meine Lippen kostenfrei spritzen lassen, wenn ich darüber ein Video drehe. Ich habe ihm geantwortet, dass ich dafür noch nicht interessiert bin. Aber wer weiß, vielleicht werde ich irgendwann mich dazu ringen. Ich habe voll Bock drauf und unterspritze mir meine Lippen, ja? Weil ich sie halt voller haben möchte. Wenn ich das mache, dann nehme ich euch auf jeden Fall mit. Und es ist kein Thema, was ich auch verschweige. Wozu auch? Ihr solltet immer zu dem stehen, was ihr tut in euer Leben. Zu dem steht, was für Entscheidungen ihr trifft. Auch wenn es in Bezug auf Schönheits-OPs ist. Aber leben und leben lassen. Hört auf, die Leute zu beurteilen oder nein, zu verurteilen. Blablabla. Es ist einfach nicht schön. Und wie gesagt, ich wollte euch darüber aufklären und euch sagen, hey Leute, ich bin nicht am ganzen Gesicht operiert worden, sondern habe damals, das Einzige, was ich mir habe machen lassen, ist die Nase. Und das, weil es notwendig war. Okay? Ja, ihr Süßen, das war's auch schon von dem ganzen Thema Schönheits-OPs. Ich hoffe, dass ich euch was Gutes vermittelt habe und ich hoffe auch, dass ich jetzt auch nichts vergessen habe. Und was soll ich noch sagen? Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich liebe euch. Mua, eure Soraya. Tschüss!